Ja, einen wunderschönen Vormittag, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz, unserer Spielzeitpräsentation des Bayreuth Baroque Opera Festivals 2023 hier in Schloss Birken, ein ganz besonderer Ort für uns. Wir stehen unter dem berühmten, vielleicht dem berühmtesten Gemälde der Markgräfin Wilhelmine von Antoine Pain. Auch etwas Besonderes, das so im Original hier mal zu sehen. Es fröstelt mich direkt ein bisschen, weil der Atem, der Eishauch der Geschichte hier rüber weht. Auf dieser Chaiselongue, habe ich mir sagen lassen, lag die Markgräfin oder saß oder beides. Also es ist was Großartiges, dass wir hier sein dürfen und dafür auch ganz herzlichen Dank der Familie Rothenbücher, dass wir zu Gast sein dürfen. Dankeschön. Es ist etwas Wunderbares für das Festival, dass das Band auch in die Politik in den letzten Jahren, es ist ja heuer die vierte Ausgabe, immer weiter gewachsen ist, sich etabliert hat, und darum freuen wir uns sehr, dass auch Vertreterinnen und Vertreter der Politik hier heute zu Gast sind. Ich möchte Sie namentlich deswegen ganz herzlich begrüßen, die Landtagsabgeordnete Gudrun Brendel-Fischer, die Regierungspräsidentin von Oberfranken, Heidrun Piwanetz, und den Oberbürgermeister der Stadt Bayreuth, Thomas Ebersberger. Herzlich willkommen, danke, dass Sie hier sind. Mein Name ist Maximilian Mayer, ich bin freier Kulturjournalist, freue mich, dass ich auch heuer wieder das erweiterte Team von Bayreuth Baroque unterstützen darf, Teil sein darf, diese Pressekonferenz moderieren darf, und den Mann zu meiner Linken brauche ich vermutlich eigentlich gar nicht vorzustellen. Ich tue es selbstverständlich trotzdem, den künstlerischen Leiter des Festivals, Max Emanuel Zenzic. Schönen Vormittag. Grüß. Guten Morgen. Bevor wir Ihnen, auch allen Kolleginnen und Kollegen, die uns über den Livestream verbunden sind, den Ausblick auf das Programm geben wollen, wollen wir kurz nochmal zurückschauen. Denn dank der vielfältigen internationalen Medienpartner haben wir im vergangenen Jahr im Fernsehen, wenn man die Einschaltquoten im Fernsehen, die Klickzahlen im Internet für die Streams der diversen Konzerte und Opernübertragungen zusammenzählt, über 1 Million Menschen erreicht, für die Oper begeistert. Also ein großes Schaufenster, das hier Bayreuth ist in diesen Septemberwochen während des Bayreuth Baroque Festivals. Das Festival ist ausgezeichnet worden von der französischen Plattform Forum Opera. Alessandro Nelindie ist zur besten Opernneuproduktion des Jahres gewählt worden, also aus Dach ein großer internationaler Preis. Gab noch einen Preis, den das Festival quasi für sich verbuchen konnte, da kommen wir später noch kurz darauf zu sprechen. Und die Neuproduktion von vor 2 Jahren, Carlo il Calvo von Nicola Porpora, ist jetzt auf CD erschienen, ist ab jetzt erhältlich. Also wenn Sie, auch gerade an die Kolleginnen und Kollegen, es lohnen sich sicher zahlreiche Besprechungen, vielleicht auch Mehrfachbesprechungen, man kann es ja immer wieder hören. Also da freuen wir uns, dass so auch diese Dokumente für die Nachwelt konserviert sind und immer wieder neu erfreuen und inspirieren. Jetzt aber ein Blick auf dieses Jahr, auf das kommende Festival. Es gibt eine Besonderheit, denn erstmals sind 2 szenische Opernproduktionen zu erleben, was natürlich großartig ist, was eine große Herausforderung ist für die künstlerische Leitung, schon in der Planung und dann sicher auch in der Durchführung. Die erste dieser beiden Opernproduktionen als Neuinszenierung inszenierst du selbst, Max. Es ist Flavio Re de Longobardi von Georg Friedrich Händel. Eine Satire, vielleicht umreißt uns kurz, weil es eine sehr selten gespielte Händel-Oper ist, merkwürdigerweise. Sie war damals im 18. Jahrhundert sehr erfolgreich in London, eine mit groß besetzten Sängerinnen und Sängern damals. Wenn uns kurz den Plot vielleicht umreißt, dieser Oper. Ja, Flavio Re de Longobardi ist tatsächlich eine Oper von Händel, die, ich glaube, das letzte Mal szenisch in den 90er Jahren zu erleben war. Es ist daher für uns ganz besonders wichtig, dass wir eben sehr wenig bekannte Opern wieder auf die Bühne bringen und das Publikum damit sozusagen eine,
ein ganz spezielles Erlebnis bieten können. Flavio ist eine Oper, die Händel als eine Parodie geplant hat, als Parodie auf die Opera Seria. Denn in dem damaligen Spieljahr veröffentlichte Händel Ottone und dann gab es noch zwei weitere Konkurrenzopern von Bononcini, die auch sehr seriös waren, und Händel hat sich dabei gedacht, ich muss jetzt mit was Neuem kommen, und hat sich gedacht, naja, ich mache mir mal eine satirische Oper und ziehe das Ganze ein bisschen ins Lächerliche. Und damit ist Flavio aber auch eine ziemlich kurze Oper. Also sie dauert 2,5 Stunden, was für eine Opera Seria tatsächlich nicht so viel ist. Und es ist eine Oper, in der man sich so quasi vorstellen kann, es ist eine Art von Big Brother, wo die Charaktere auf einem Hof quasi eingesperrt leben und da passieren alle möglichen Verrücktheiten. Es ist sehr, also für mich war es sehr aufregend zu beobachten, dass das Konzept von einer Live-Entertainment, das heute im Fernsehen läuft, ja auch damals vor 300 Jahren offensichtlich interessant war für Menschen. Und hier werden alle Charaktere dargestellt, nicht wirklich als ideale Figuren, sondern wirklich wie wahre Menschen mit allen möglichen Fehlern und die man so kennt, ne? Und wo wirklich das Lächerliche und Lustige manchmal einfach ins Tragische einfach schlägt und dann wieder zurück und so, also wie eine Pendel. Ich habe in Athen ein großes Vorsprechen gehabt mit Schauspielern, weil Flavio Re de Longobardi ist ein venezianischer Stoff. Also das wurde schon im 17. Jahrhundert bereits schon einmal vertont und aufgeführt. Und es gab hier Charaktere, also die Ehefrau von Flavio und die ganzen Diener und das alles. Und das hat Händel und Haim haben das alles natürlich gekürzt, so ähnlich wie auch in Serse. Und um die Oper ein bisschen kompakter zu gestalten. Nichtsdestotrotz habe ich beschlossen, diese fehlenden Charaktere mit Schauspielern wieder nachzubesetzen, also die Ehefrau von Flavio und die ganzen Diener und so, um damit sozusagen eine pantomimische Geschichte parallel zu der laufenden aufzubauen. Und bei dem Vorsprechen hatte, wie gesagt, 200 Schauspieler und da war einer toller als der andere, also das waren wirklich Talente dabei. Ich hätte am liebsten fast 50 oder 100 gecastet, so viel hätte ich ja gar nicht auf die Bühne stellen können, aber wir haben 16 Top-Leute und ich freue mich sehr schon auf diese sehr intensive Arbeit, die auf uns zukommt. Also ein Intrigenspiel, das den Personenregisseur, den Personeninszenierer und Herausarbeiter von persönlichen Schattierungen, Max Emanuel Zentschitz, sicher besonders interessiert. Auch diese Satire, wir sehen es auch schön hier auf dem Roll-Up neben uns und auch was ja auf das Programmheft aufgreift, William Hogarth, der in seiner Zeit in der Malerei auch eine Satire betrieben hat, quasi ein Vorläufer der Karikatur, der Karikaturisten war. Was fasziniert dich an der Satire dieser Epoche ganz besonders? Ja, also Hogarth ist ein sehr wichtiger Maler der damaligen Zeit, weil Hogarth war jemand, der, wie gesagt, Händel, Senesino, all diese Sänger kannte. Wir sehen hier sogar Senesino selbst porträtiert aus einem Zyklus von Hogarth, nämlich Mariage à la Mode oder A Harlot's Progress. Übrigens, das ist ein Collage von verschiedenen Bildern von Hogarth, und Händel kannte Hogarth auch. Also sie kannten sich alle gegenseitig und die satirischen Stücke von Hogarth waren damals sehr populär. The Rake's Progress kennt wahrscheinlich jeder wegen Stravinsky Oper. Ne? Das ist das bekannteste Stück von Hogarth. Das hat ja Stravinsky inspiriert, aber auch Hugo von Hofmannsthal, nämlich in seinem Rosenkavalier, das Lever of the Countess, ist die Szene von der Fürstin Werdenberg, wenn sie in der Früh sozusagen den Sänger und die Pagen und die Verkäufer empfängt. Dieses Bild ist eben von Hogarth und der Sänger ist eben
der Senesino hier. Ja. Und Senesino ist auch der Hauptprotagonist im Flavio, er singt den Guido. Und Flavio wurde oft auch als Karikatur immer wieder gezeichnet von John Vanderbank, was auch ein anderer Maler der damaligen Zeit war, der die ganzen Kastraten und auch den Händel selbst porträtiert hat. Also hier gibt es eine sehr enge Verbindung zwischen Musik und Kunst. Und deshalb fand ich es auch wichtig, dass Hogarth dieses Jahr sozusagen unser Thema ist auf dem Programm. Und Senesino muss Humor gehabt haben, weil wenn er dem Hogarth nicht böse war, nachdem er ihn so gemalt hat, dann spricht das für ihn, finde ich. Ja. Wir können also Voyeure sein ein bisschen bei so einer Art, du hast es schon angesprochen, Big Brother, Dschungelcamp, Drama. Wir können ein bisschen durchs Schlüsselloch schauen, wenn sich die Hofgesellschaft beim Flavio von dir inszeniert, fetzt und von der Komik ins Drama und wieder zurück schwenkt. Senesino hast du angesprochen, den Guido hast du angesprochen, den wirst du selber singen. Ja. Wer ist sonst noch im Cast beim Flavio? Julia Leschneva wird die Hauptrolle der Emilia singen. Das hat damals die Francesca Cuzzoni gesungen. Sie war in dem ersten Jahr in London gerade angekommen und gab ein bombenhaftes Debüt als Theophane in Ottone von Händel. Und das war dann Flavio ihre zweite Produktion. Dann haben wir auch Juri Minienko mit dabei und dann ein Cast an sehr tollen und jungen Sängern, die bereits dem Bayreuther Publikum bekannt sind. Sie waren schon bei uns letztes Jahr. Das ist Sonja Runje und Sreten Manojlovic und der junge Countertenor Rémi Bré-Feuillet aus Frankreich, der die Rolle des Flavio singen wird. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen, oder? Nein. Das Concerto Köln. Genau, das Concerto Köln. Genau, das Concerto Köln wird uns begleiten dieses Jahr. Ich freue mich sehr, dass dieses Jahr eben Concerto Köln unser neues Orchestra in Residence ist mit Benjamin Beil als Dirigent. Und ja, also Helmut Stürmer wird unsere Bühne gestalten und Corinna Gramostiano. Ich habe mit diesem Künstlerpaar bereits Arminio sehr erfolgreich in Karlsruhe gemeinsam gemacht. Und Helmut und die Corinna haben auch die Bühne und die Kostüme für den berühmten Artaxerxes, der in Nancy 2012 lief, gemacht. Die andere Oper neben Flavio ist Orfeo von Monteverdi, eine der ältesten noch erhaltenen Opern, die wir überhaupt haben. Es ist eine Produktion, die ihre Deutschlandpremiere haben wird hier in Bayreuth, die 2017 ihre Welturaufführung hatte. Das ist, hatte natürlich nicht der Orfeo die Welturaufführung, aber es ist eine ganz besondere Fassung. Vielleicht in Athen war diese Aufführung 2017. Du warst damals drin, du hast sie gesehen. Wie war dein Eindruck damals? Also ich war von der Geschichtserzählung dieser Inszenierung sehr fasziniert, weil, was ich noch sagen wollte, ist, und zwar, warte mal, Entschuldigung, ich muss mich da jetzt mal hineinlesen, genau, und zwar, es ist so, die Erzählung von Monteverdis Orfeo ist die blutigste Erzählung, also die blutigste Variante der Erzählung, was sich ja viele Leute nicht bewusst sind, nämlich es gibt ja mehrere Varianten des Orpheus-Epos oder der Geschichte, es ist eines der ältesten Geschichten überhaupt, und die blutigste ist nämlich diejenige, dass Orpheus in die Unterwelt geht, er verliert natürlich Eurydike und dann beweint er halt ihren Tod, und Bacchus entschließt, dass er die Mänaden, also die Mänades, die Manis, die Wahnsinnigen, die verrückten Bacchanten auf den Orpheus losschickt, die ihn bei lebendigem Leibe auffressen und seinen Kopf abhacken und in eine Box reinstecken mit seiner Lyra und in das Wasser reinschmeißen. Und da am Grunde der Ägäis sinkt, aber der Kopf von Orpheus weiter und wird auf die Insel Lesbos hochgespült, woraufhin der Apollo, sein Vater, vom Himmel herabkommt. Also Orpheus ist der Sohn des Apollo und der Kalliope, also der Muse der Dichtung. Und er gebietet Orpheus, er möge schweigen und nimmt ihn hoch wieder in den Himmel mit sich. Und das Interessante daran ist, dass Monteverdi
genau dieses Ende schreibt. Aber die Szene davor, wo die Mänaden den Orpheus auffressen, bei lebendigem Leibe und seinen Kopf abhacken, diese Szene fehlt. Und es gibt Andeutungen dafür, dass Monteverdi wahrscheinlich diese Szene geschrieben hat, weil es einen Parzen, einen Mänadenchor gibt oder einen Text, aber er ist verschollen, er ist nicht da. Und da diese Oper ja eigentlich für eine Hochzeit in Mantua an den Herzog gewidmet war, hat man sich gedacht, dass das doch ein bisschen für eine Hochzeit zu... Es ist kein Familienstück, kann man sagen. Nein, nicht wirklich, ja. Also hat man diese Szene weggelassen und ging quasi sofort über zu der Szene, wo Apollo eben auf der Insel Lesbos sich vom Himmel herabkommt und dann Orpheus mitnimmt. Und dieser Teil, dieses Ende, das ist sozusagen das offizielle Ende der Oper, die wir haben. Nun hat Papa Konstantino eben gemeint, naja, der Regisseur aus Athen, ja, hat diese letzte Szene vom Apollo weggelassen und hat gesagt, machen wir doch das Ende mit der vorletzten fehlenden Szene, nämlich wo die Mänaden den Orpheus auffressen und quasi seinen Kopf in die Box stecken und ins Wasser werfen. Und damit endet das Stück ja eigentlich tragisch. Ne? Und so ist diese gesamte Erzählung eigentlich aus der Sicht der Wahnsinnigen, also der Mänaden. Und das Stück hat eine sehr dämonische Sichtweise, denn Orpheus ist so eine Art Schaman, der durch seinen Gesang sich in Ekstase versetzt und in die Unterwelt gelangt. Ne? Und da trifft er nicht nur Eurydike, aber auch die Geister, die Dämonen und die wahnsinnigen Mänaden sozusagen, die ihn völlig verwirren und also zum Wahnsinn treiben. Und daher fand ich eben, dass das wirklich super ist, also so sein Ansatz. Und ich wollte auch unbedingt etwas haben, was sehr anders ist als Flavio. Ne? Weil wenn man zum Beispiel zwei verschiedene Opernstücke hat, ja, dann möchte man jetzt nicht unbedingt zwei Inszenierungen sich anschauen, die ähnlich sind oder in die gleiche Richtung gehen, sondern wir wollen natürlich zwei sehr unterschiedliche Ansatzpunkte haben. Und hier haben wir einen sehr modernen, auf den ich mich sehr freue. Und als Hauptprotagonist konnten wir dieses Jahr Orlando Villazón gewinnen, der den Orfeo singen wird, was auch für uns wirklich eine große Ehre ist, dass wir immer wieder jedes Jahr die großen Stars nach Bayreuth, zu Bayreuth Barock einladen und sie hier bei uns sind. Also Villazón wird den Wandler zwischen den Welten spielen, ein Orpheus, der ein bisschen, ja, sagen wir mal, düsterer, auch mit abgründigeren Elementen geschildert wird in dieser Inszenierung von diesem griechischen Kollektiv, kann man sagen, mit sehr vielen neben Villazón griechischen Sängerinnen und Sängern, die hier aber diese Produktion quasi neu einstudieren, auch wenn sie 2017 schon gelaufen ist. Ja, die ist zwar 2017 gelaufen, aber natürlich nach so langer Zeit müssen die schon wieder quasi von Null auf das Ganze wieder neu vorbereiten. Und ich für Bayreuth wird es sicherlich eine neue Spezialversion geben. Absolut, mit diesem kleinen Teil sogar an neuer Musik, der von Monteverdi inspiriert ist, aber neu geschrieben ist. Ja. Concerto Köln, das Residence Orchester, haben wir vorhin schon angesprochen. Die nehmen gerade auch einen Ringzyklus auf, einen historisch informierten Ringzyklus unter Kent Nagano. Also die sollten schon einen gewissen Bayreuth-Bezug auch haben, haben sie natürlich auch. Und sie treten nicht nur im Flavio auf, sondern auch mit Daniel Behle, den man auch aus Bayreuth vom Hügel kennt. Erstmals, dass ein Tenor, kein Countertenor, sondern ein Tenor dieser Güte hier zu Gast ist. Wie kam es zu diesem Engagement? Er wird im markgräflichen Opernhaus singen, eines von zwei Konzerten. Wie kam es zu diesem Kontakt, zu diesem Engagement, zu diesem Programm? Ich sage immer, wir sind offen für alle. also da gibt es keine Klassifizierungen, aber auf jeden Fall, der Daniel ist ein ganz toller Künstler, also ein kompletter Allrounder, ein Tenor, der wirklich mit uns, also auch, wir haben mit ihm Farnace von Vivaldi bereits vor 10 Jahren aufgenommen und er hat immer wieder auch so Barockkonzerte gemacht. Er singt St. Strauss, er singt Wagner, er singt Operette und wirklich ein sehr vielseitiger und vielschichtiger Künstler. Und momentan ist er in Annaberg und hat Premiere seiner ersten Komposition, eine Operette, Hopfen und Malz. Und das ist wirklich also jemand, der jetzt auch als Komponist langsam Karriere macht. Und mich freut es sehr, dass er bei uns auftritt mit Bravura-Arien für Tenöre, die
die eben in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zunehmend wichtig wurden. In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts waren die großen Stars die Kastraten und die Sopranistinnen natürlich, aber in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts plötzlich kommen die Tenöre zunehmend ins Fokus und hier wird Daniel ein sehr seltenes Programm mit Komponisten von Treiter, Misliwiczek und ähnlichen Komponisten aufhören. Also quasi, das sind ja alles Zeitgenossen von Mozart. Ich habe natürlich gesagt, ich möchte in Bayreuth nichts machen nach Gluck und um Gottes Willen bloß kein Mozart. Aber mit Daniel haben wir eine Ausnahme gemacht, vor allem deshalb, weil das Programm eben so einen starken Seltenheitswert hat. Und wir haben dabei auch, ich glaube, 4 oder 5 komplette Weltaufführungen von Arien, die, wie gesagt, noch nie gemacht wurden. Und da sind wir natürlich klar mit dabei. Und es ist ja wirklich auch für Melomanen eine ganz spannende Sache, diese Entwicklung dann da mal vollziehen zu können. Also es gab die damals noch Kastraten und dann später Tenore di Grazia bei Rossini und so weiter. Und was war denn eigentlich dazwischen? Und naja, man muss sagen, also die Kastraten hat es schon noch lange gegeben. Also ja. Die Kastraten hat es Mozart noch weiter noch bis weit ins Mitte des 19. Jahrhunderts. Ich meine, Rossini hat ja sogar noch 2 Stücke für Kastraten geschrieben und also auch zum Beispiel das berühmte Stabat Mater wurde auch für die Kastraten gemacht. Und die gab es ja noch im Vatikan bis in die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts. Aber natürlich, sie sind aus der Mode gekommen. Aber man darf trotzdem nicht vergessen, dass das 18. Jahrhundert gehörte noch bis zur Französischen Revolution voll und ganz der Opera Seria und den Kastraten. Und man kann wirklich sagen, dass die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts wirklich nur eine Vorbereitungsphase für den Aufstieg des Tenors war. Ja. Weitere Welturaufführungen gibt es im anderen Konzert, das im Markgräflichen Opernhaus stattfinden wird, mit Valea Sabadus. Es ist ein Auftragsprogramm des Bayreuth Baroque Festivals. Wie kam es dazu und welcher Komponist steht da im Fokus? Ja, wir haben letztes Jahr ein Auftragsprogramm an Julia Leschneva gegeben mit Opernarien von Porpora. Auftragsprogramm, ich möchte das so erklären, wir wollten Konzerte haben, bei denen wir Musikwissenschaftler und Künstler zusammenbringen und bitten, dass die ein komplett neues Programm nur für Bayreuth entwerfen, wo sie Stücke aus Archiven suchen auf ein bestimmtes Thema, also quasi auf einen bestimmten Komponisten und das exklusiv in Bayreuth aufführen. Weil wir gesagt haben, wenn es schon exklusiv seltene Opern gibt, warum auch nicht exklusiv seltene Konzerte. Ne? Und dieses Jahr wird Valea Sabadus ein Konzert dem Berliner Komponisten Graun gewidmet machen. Und Graun ist natürlich der Lieblingskomponist von Friedrich dem Großen, also Bruder von Wilhelmine, weshalb Graun eben auch für Bayreuth eine Bedeutung hat, weil es ein Komponist ist, der auch sehr oft hier am Bayreuther Hof aufgeführt wurde. Graun wurde hier oft aufgeführt, Telemann wurde oft aufgeführt, noch von einem der Vorgänger von Markgräfin Wilhelmine, Georg Wilhelm, dessen Vater dieses Haus, in dem wir heute sind, dieses Schloss, so stand es damals noch nicht, aber an seinen Oberhofmarschall verschenkt hat, weil er im Besoldungsrückstand war. Der hat dann etwas Neues gebaut, die Stuckaturen wurden von Bernardo Quadri gemacht, der auch die Stuckaturen in der Ordenskirche St. Georgen angefertigt hat. Also man merkt tatsächlich, wie Geschichte auch da zusammen sich fügt in Bayreuth. Und auch die Ordenskirche St. Georgen wird natürlich wieder Spielstätte sein. Was werden wir dort erwarten? Es gibt ganz verschiedene Gäste, Veronique Jeans beispielsweise, die Sopranistin, die ein französisches Programm. Genau. Ich freue mich besonders, dass wir dieses Jahr Veronique Jeans mit Les Surprises haben können dieses Jahr. Veronique ist eine außergewöhnliche, eine herausragende Sopranistin und Künstlerin, die sehr viel mit der französischen Oper zu tun hat. Sie hat sehr viele Rollen von Lully, von Rameau, Mondonville und so weiter interpretiert. Und sie wird uns ein Programm von Jean-Baptiste Lully vorstellen, das quasi wie so eine Art Pasticcio-Oper aufgebaut ist in 5 Akten.
Lully und St. Georgen insofern passt wunderbar zusammen, weil es ist ja aus derselben Zeit und Liselotte von der Pfalz, die Ehefrau des Bruders von Ludwig XIV., merkte an in einigen ihrer Briefe, dass am Bayreuther Hof der Wahnsinn herrschen würde, denn der gute Markgraf Georg Wilhelm völlig wahnsinnig wäre. Und, weil er zum Beispiel Schifferl gefahren ist. Genau, also er hat oben in St. Georgen sich Schiffe gebaut und Kämpfe nachgemacht und so. Und Georg Wilhelm war ja auch derjenige, also wie gesagt, der auch die Eremitage gebaut hat und der Kaiser und Telemann und all diese Komponisten nach Bayreuth brachte. Aber er war, wie gesagt, ein großer Womanizer und er liebte die satirische und die unverschämte, politisch unkorrekte Oper von Kaiser. Und die wurden in Bayreuth ja auf und ab gespielt zu seiner Regierungszeit. Und damit ist sozusagen Lully, der französische Hof und Bayreuth und Georg Wilhelm irgendwo ein bisschen im Geiste verbunden. Deswegen fand ich, dass das Programm so wunderbar auch dorthin passt. Reginald Mobley wird auch singen, in der Schlosskirche allerdings in Bayreuth. Erzähl uns etwas über ihn, er ist vielleicht noch nicht so bekannt. Ja, ich habe Reginald in Paris gehört, in Salgavaux mit einem englischen Programm und die Stimme hat mich fasziniert. Das ist eine wirklich sehr besondere Stimme, ein junger afroamerikanischer Sänger mit einer wirklich fabelhaften, tollen Stimme. Und wir wollen natürlich hier in Bayreuth immer wieder auch junge Talente und Entdeckungen bringen und das machen wir jedes Jahr. Und Reginald ist sozusagen ein bisschen unser Geheimtipp von diesen Festspielen. Die Entdeckung im letzten Jahr, oder zumindest eine der großen Entdeckungen, war Bruno Dessart, der genau. Star vom letzten Jahr, kann man sagen, der auch wieder auftreten wird. Was wird er uns präsentieren? Der Bruno wird ein neapolitanisches Programm machen mit unterschiedlichen Komponisten aus der neapolitanischen Schule und da können wir uns sicherlich auf was sehr Schönes freuen. Und er ist letztes Jahr eben auch von Forum Opera zum Sänger des Jahres gekürt worden, nicht zuletzt und ganz besonders wegen seiner Auftritte hier bei Bayreuth Barock. Schließlich und endlich, wenn wir von Entdeckungen sprechen, Dennis Oriana sollte letztes Jahr den Alessandro singen in Alessandro Nelindie, ging dann kurzfristig nicht. Er singt aber jetzt ein Programm und darin auch eine Arie, die du immer singen wolltest. Nicht nur eine Arie, sondern ein ganzes Programm. Ein ganzes Programm. Ja, und zwar es geht um die Sette Arie con Tromba Sola von Alessandro Scarlatti. Ich habe mir das, wie ich 16, 17 Jahre war, immer gewünscht, dieses Programm zu machen. Aber damals hatte niemals Interesse für das, weil das völlig unbekannt ist. Das hat aber die gute Kathleen Battle mit Wynton Marsalis mal für Sony aufgenommen in den 90ern. Und dieses Jahr werden wir endlich dieses Programm mal hören von Dennis. Mit Julian Zimmermann auf der Trompete und ich finde, das wird ganz toll sein, weil es ist ein Programm, das eigentlich für einen Kastraten geschrieben wurde und es wurde noch nie von einem Counter gesungen und jetzt können wir das halt hier zum ersten Mal erleben. Du rückst also wieder in gewisser Weise gerade, was... Nein. Nicht unbedingt, aber ich finde, es besteht ein gewisser Reiz darin, dass man die Dinge in einem originalen Zustand ein bisschen erlebt und das ist ja sozusagen, womit wir hier sehr viel arbeiten. Für Dennis Oriana letztes Jahr eingesprungen als Alessandro ist Marian Licht. Auch er wird wieder hier sein bei einem ganz beliebten Format, auch von Bayreuth Barock, einem ganz besonderen Format. Bei welchem? Genau, wir haben uns die letzten 3 Jahre einen ganz kleinen, intimen Format versucht, und zwar nämlich die Dinnerkonzerte in der Orangerie. Und die haben sich als sehr erfolgreich bewährt. Wir haben immer einen großen Zuspruch und viele Leute kommen. Vor allem deshalb, weil im kleinen Sonnentempel oben man zu 20, 30 Leuten sitzt und ein sehr intimes Konzert mit dem Künstler erlebt. Und das ist, finde ich, und alle erleben das als einen sehr besonderen Moment, weil so nahe sitzt man einem Künstler nie, sondern man ist immer so weit weg in einem Saal und so. Und hier ist plötzlich so eine bisschen ausgelassene Atmosphäre mit einem Dinner und man ist in der Orangerie und man kommt dann in den Apollo-Tempel und sitzt da drinnen und der Künstler ist gleich da auf dem Cembalo und es ist wahnsinnig, also kammermusikalisch intim und die Akustik ist fantastisch dort. Und dieses Jahr wird Mayan ein schönes Konzert machen mit unterschiedlichsten Arien am Cembalo und ja, darauf freue ich mich auch sehr schon.
Dinner mit Musik ist natürlich das Allerschönste und bei Kerzenlicht, aber es ist auch generell schön, wenn man überhaupt noch ein Dinner genießt, auch nach einem kulturvollen Tag. Und auch diese Möglichkeit wird es heuer erstmals in besonderer Form geben. Da sind wir auch wieder bei Familie Rothenbücher. Genau, ich freue mich sehr, dass wir mit der Familie Rothenbücher die Zusammenarbeit entwickeln konnten, dass wir dieses Jahr drei Galadinner organisieren werden mit Ihnen gemeinsam in Schloss Kolmdorf. Das ist das zweite Schloss, das der Familie Rothenbücher gehört und wo das Festivalpublikum nach den Vorstellungen oder vor den Vorstellungen die Chance haben wird, ein bisschen auch gastronomisch und kulturell Bayreuth anders zu erleben. Ich möchte noch hinzufügen, dass was so besonders an Schloss Berken und Kolmdorf ist, ist, dass wir hier zwei Schlösser aus der Zeit der Markgrafen haben, die vollgefüllt sind von echter Geschichte aus dieser Zeit. Die Familie Rothenbücher hat sich über Generationen schon damit beschäftigt, also Kleinoden und Kunstwerke aus dem Umfeld der Markgrafen zu sammeln. Und somit kann man wirklich sagen, dass die schönste und die größte Sammlung aus der Markgrafenzeit gerade in diesen zwei Schlössern sich befindet und überhaupt nicht eigentlich bei der Schlösserverwaltung im Neuen Schloss oder in der Etage, die eher leer dasteht. Und das heißt, man kann sich damit wirklich freuen, dass man hier ein Museum auf eine andere Art und Weise erlebt. Und ich glaube, wir teilen hier ein bisschen den Geist oder die Idee, dass Geschichte und Kunst und Kultur für den Besucher begreifbar und greifbar wird. Ja, also dass es nicht ein leerer Museum ist, sondern also wir sagen ja, Markgräfliches Opernhaus ist ein Museum, ne? Und da darf nichts passieren. Aber wir machen einmal im Jahr Oper im Markgräflichen Opernhaus und einmal wird dieses Museum dann plötzlich zu einem begreifbaren und greifbaren Museum, wo Leute tatsächlich im Umfeld des Originals auch die Opern aus der Zeit erleben dürfen. Und nun auch in den Schlössern der Familie Rothenbücher dürfen sie in diesem Schloss mit all diesen Kunstobjekten umgeben, essen und tatsächlich diese Zeit und den Geist dieser Zeit erleben. Also es ist nicht so wie ein Museum, wo halt man nichts angreifen darf, ne? Sondern das ist wirklich etwas Besonderes. Und deshalb freue ich mich, dass wir da diese Partnerschaft entwickelt haben, weil das auch der Geist und die Idee unserer Festspiele ist. Großartig. Beides wird begreifbarer, sowohl die Kunst, die Kultur, dadurch, dass man nahbar dort ist. Und dann in dem Fall das Speisen hat natürlich auch nochmal eine andere Dimension in so einem großartigen Rahmen. Vielen Dank, lieber Max, Danke auch. Dieser Stelle. Und ich bitte jetzt den Geschäftsführer des Bayreuth Baroque Opera Festivals zu mir, nämlich Dr. Clemens Lukas. Die Tickets, das ist die erste Frage, die natürlich an den Geschäftsführer geht. Wie sieht es aus mit dem Preisniveau? Alles wird momentan teurer, dafür gibt es auch Gründe. Wie sieht es aus beim Bayreuth Baroque Festival? Wir haben natürlich versucht, die Preise dieses Jahr stabil zu halten, nicht zu erhöhen. Aber natürlich ist die nächste logische Frage, wann gibt es die Tickets? Das ist natürlich klar. Und die gibt es ab dem 27., das ist der Freitag in einer Woche, ab 9 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Und dann ist quasi unser System offen und alle Tickets für alle Veranstaltungen, auch die Dinners, können dann sofort gebucht werden. Und wir erwarten natürlich eine unglaubliche Nachfrage nach dem tollen Programm. Danke nochmal für die tolle Darstellung. Wir erwarten mindestens ein Drittel von den Käufern aus dem Ausland kommend. Das war zumindest jetzt 22 so. Und wir haben das positive Problem, dass am ersten Tag 50% unserer Tickets verkauft werden. So, da haben wir uns gedacht, das System hält das nicht aus, wir müssen uns was einfallen lassen. Wir haben uns einfallen lassen, eine sogenannte Gold Card, die kann der Erwerber, mit der unterstützt der Erwerber natürlich das Festival erstrangig und kann dann eben eine Woche früher schon anfangen zu buchen. Also ab heute Nachmittag können Gold Card-Inhaber bereits Plätze buchen und in einer Woche ist dann sozusagen
das System offen. Also mit der Gold Card ist man noch besser dran und hat alles für sich. Es gibt natürlich noch viele Zusatzdienste, die man bekommt, aber der wichtigste ist sicherlich dieser. Ja. Wie sieht es aus mit Partnerschaften? Auch das Bayreuth Barock Opera Festival existiert nicht alleine, sondern es gibt viele auch sehr gewachsene Strukturen, in denen sie sich bewegen. Wie ist das? Wir sind extrem glücklich, dass unsere Pläne trotz der ganzen Pandemie und Krisen extrem gut aufgegangen ist. Also wir hatten uns vorgestellt, dass wir im vierten Jahr den Bund mit im Boot haben, und tatsächlich ist es jetzt gelungen, die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien als Mitfinanzierung im Jahr 2023 zu gewinnen. Und ein ganz, ganz anderer, ganz wichtiger Gewinn ist natürlich der Bezirk Oberfranken, der uns auch dieses Jahr erstmals unterstützt. Natürlich neben dem Freistaat Bayern, der uns in seine Festivalförderung schon letztes Jahr aufgenommen hat, was extrem wertvoll und eben verlässlich ist. Und natürlich der Stadt Bayreuth, die unser Ankerförderer ist, würde ich sagen. Denn ohne diese Ankerförderung zögern dann auch viele andere Geldgeber, oder sie verlangen es geradezu, dass diese Ankerförderung vom Vorort passiert, damit sie dann ihren Beitrag auch leisten können. Und das ist uns jetzt dieses Jahr in Bravour und auch die letzten Jahre in so einer großartigen Weise gelungen, dass ich nur sagen kann, danke, danke, danke. Auch die Medienpartner sind wieder an Bord. Ich habe es vorhin angesprochen. Geben Sie uns einen kleinen Einblick. Ja, also die Medienpartner sind für uns ganz wichtig. Also ein wichtiger Punkt ist ja, das Opernhaus hat nur unter 500 Plätze, die man frei vergeben kann, verkaufen kann. Das ist für ein Opernhaus und ein Opernfestival extrem wenig. Ne? Schauen Sie, wie viel im Bayreuther Festspielhaus, im Wagner Festspielhaus sind, 2000. Das sind Zahlen, die sind einfach krass, wenn man so einen großen Aufwand auch für die Produktionen betreibt. Deswegen war und ist es uns natürlich eine riesige Aufgabe und auch ein Anspruch, dass wir diese Produktionen aus diesem wundervollen Haus eben nach außen ausstrahlen können und damit natürlich das Publikum vervielfachen. Also das haben wir schon 20 begonnen aufzunehmen, hochwertige Videos zu haben mit sehr vielen Kameras, sodass auch die Öffentlich-Rechtlichen, jetzt kommen wir zu den Medienpartnern, zufrieden sind mit der Qualität. Und das kommt eben auf alles an, das Licht, den Ton und natürlich die verschiedenen Einstellungen, die dann auch den Szenen folgen müssen. Insofern ist der Bayerische Rundfunk ein ganz, ganz riesiger Partner geworden, der im Hörfunk, im Fernsehen und natürlich auch über die Streaming-Portale uns sehr, sehr stark verbunden ist, wo wir einen ganz starken Sog empfinden. Und daneben ist auch die Zusammenarbeit mit Arte Concert, ja ein ganz wichtiger Kultur-Streaming-Dienst, würde man sagen, jetzt sehr intensiv geworden. Auch das Interesse von dort ist sehr stark, man kommt auf uns zu. Und Mezzo ist ein wichtiger Partner in Frankreich. Mezzo ist ein Sender, die senden über Satellit. Also sie senden weltweit in allen Ländern, in Millionen Haushalte über Satellit, also sehr hochwertig. Unsere Produktionen, mehrere werden pro Jahr übergeben und werden dann in Paketen ausgestrahlt, sodass man dort auch weltweit sehen kann, was hier passiert.